Ja, endlich gibt es mal wieder Schienen und damit kann ich endlich auch in meiner Anlage weiterbauen. Ja, und willkommen zurück bei mir, dem Baureihe 9932 Freak. So, heute, wie gesagt, Schienen. C145 und C245, damit kann ich endlich hier auch an meiner Anlage mit den Schienen weiterbauen. Ja, und nächste Woche gibt es den Tank des Kesselwagen. Muss mal gucken, was das heißt. Dann hätten wir auch den Kesselwagen fertig. Warte, machen so. Ja, damit fangen wir dann jetzt auch mal an und mal gucken, was hier heute Schönes in der Zeit drin ist, ne? Ja, dann fangen wir einfach mal an. Bevor wir aber auch anfangen mit dem Auspacken, noch eine kleine Info. Morgen kommt leider wieder kein Modelleisenbahn-Video. Dafür kommt aber morgen ein Video mit einem Sonderzug. Leider nicht mit einer Dampflok, weil morgen sollte, also tut ja, morgen fährt nämlich ein Sonderzug von Cottbus nach Quedlinburg oder wie es heißt. Also der fährt in den Harz und da sollte ja ursprünglich eigentlich die Dampflok 23/10/19 dran sein. Ja, jetzt doch nicht. Jetzt machen sie eine 246 der HVLE dran. Aber naja, egal. Ich filme ihn trotzdem. Also nur als Erinnerung, das Video kommt morgen und nächste Woche Samstag kommt wieder ein Spur-N-Video. Ja. Also ich denke mal, ich kann jetzt mit den Schienen das verbinden, zwei Streckenabschnitte, sodass ich meinen Zug schon mal ein bisschen rollen lassen kann. Also das wäre ja schön. So, Ausgabe 74. Auf der Schiene von Genua nach Nizza. Eine E444. Kenne ich nicht, aber stand da halt, ne? Da steht ein E und eine 444. Ja, die kennt da. Die fährt ja auch in Deutschland. Die habe ich vorhin gerade eben erst noch gefilmt von Freightliner. Geil. Die fahren dort, also auch in Italien. Oh, das Bahnbetriebswerk. Und eine schöne Dampflok. Eine Baureihe 50. Die 50 35 70-4. Schick. US-Fernzugretter. Okay. EMD F40PH. Amtrak. Okay. Sie erweitern Ihre Bahn um vier Gleise, ein Stromkabel und ein Tunnelportal. Ja, toll. Das brauche ich gar nicht. So deinen Streckenabschnitt machen. Verstehe. Okay. Ah ja, und dann wird das. Okay. Verstanden. Alles klar. Ja, brauche ich aber alles nicht. Ja, und das war's dann schon wieder mit der Ausgabe. Ja, und nächste Woche, wie gesagt, der Tank des Kesselwagen. So, hoffentlich kommen bald mal die restlichen Teile auch für die E-Lok, ne? Hey, morgen gehe ich schon früh um 5:30 zum Bahnhof. Puh. Das sind wir schon auf, ne?
Habe ich ja noch nie gemacht, so zeitig zum Bahnhof, aber gut. Der Sonderzug kommt zwar erst um 7.12 Uhr, normalerweise sollte er eigentlich um 10 vor 6 kommen, aber jetzt kommt er um 7.10 Uhr. Aber ich gehe trotzdem schon um 5:30 zum Bahnhof und kann ich noch so ein bisschen filmen, ne? Weil früh sind hier in Karlau die Fahrzeiten ein bisschen anders. Ist, denke ich, woanders auch. Warum die früh anders sind, weiß ich nicht, aber Deutsche Bahn halt, ne? Und hier waren sie. Die zwei neuen Schienen. Ja, und somit war es das dann auch schon wieder für heute mit Left Play Miniaturmodell Eisenbahn in Spur N. Ja, Folge 74. Nächste Woche dann mit Ausgabe und Folge 75 und endlich ein Tankwagen. Und hoffentlich kommen dann bald die Teile für die Lok, damit die zweite auch fertig ist. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein Personenwagen, glaube ich. Ja. Und dann noch das Fahrgestell von dem Güterwagen. Dann haben wir den Güterwagen auch fertig. Und ja, dann haben wir es ja irgendwann bestimmt geschafft mit unserer Modelleisenbahn. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Besucht auch mal gerne den Baureihe 151 Freak. Auch ein sehr guter YouTuber, mit dem ich auch letzte Woche erst filmen war. Trainspotten und ja, besucht einfach mal. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und bis dahin, ciao, euer Baureihe 99 32 Freak.